willkommen zu der zweiten Folge von meinem CNC-Plasmatisch. In dieser Folge werden wir die ganzen Teile miteinander verschrauben und ausrichten und nochmal schauen, wie weit wir so mit dem Antrieb, also mit der Hardware vom Antrieb kommen. So, an dieser Stelle hier habe ich dann nämlich vor, einfach hier Schrauben von da oben bis ganz da unten durchzumachen, so Zylinderkopfschrauben. Wir haben hier natürlich die Schwierigkeit, dass diese Schiene hier so daran befestigt werden soll und dann natürlich noch Platz für die Zylinderköpfe lassen muss, sodass auch diese Wagen hier dran vorbei können. Dafür nehme ich das Teil hier erstmal ab. Also, um sicherzustellen, dass die Linearführungen auch parallel zueinander verlaufen, werde ich jetzt einfach diese eine Schiene dran schrauben und werde die andere dann erst da hinten festmachen, während das Ding hier hinten steht. Und dann werde ich diese ganze Brücke hier nach vorne schieben und werde die andere Seite machen. Auf diese Weise bin ich mir sicher, dass es wirklich zu 100% passt.
So, jetzt wird hier unten einmal die Befestigung für die für den Flansch von der Spindel gemacht. So, da mein Kompressor kaputt ist und ich deswegen kein Plasma schneiden kann, und ja, mein Kompressor ist jetzt mittlerweile hin, aber wahrscheinlich schicken die mir einen neuen, so, also es kann mal passieren mit Elektronik, dass irgendwas nicht funktioniert, und naja, ich toleriere das mal und zähle das mal nicht in die Bewertung des Kompressors gesamt hinein. Naja gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier halt mit der Säbelsäge hier mal die Platte durchsägen. Also darauf habe ich mir jetzt nicht so gefreut, aber das wird übrigens die Motorhalterung. Ist aber doch beeindruckend, wie schnell das hier geht, oder? Ich meine, das ist 5 mm. Vielleicht sollte ich lieber einen Säbelsägentisch bauen, anstatt hier so einen Plasmatisch. So, für die Motorhalterung habe ich jetzt hier diese Platte, und ich habe auch in den Motorflansch hier oben Gewinde reingeschnitten, sodass jetzt hier durch das Loch, habe ich auch schon 28 mm Loch reingebohrt, da kommt dann der Schaft durch. So, ich habe leider hier nur diese Garagenhälfte deswegen aufgewärmt, und in der anderen habe ich die Tischbohrmaschine stehen, aber da möchte ich jetzt nicht rübergehen, weil es wirklich viel zu kalt ist.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Als Adapter habe ich hier diese Hülse, weil das geht nämlich von 12 mm auf 10 mm. Am Motor sind 10 mm und die Stange da sind 12 mm. Da müssen jetzt hier noch zwei Löcher mit Gewinden rein, um dann da zwei Feststellschrauben reinzumachen.